Ich glaube, dass es insofern ein politischer Film ist, weil er sich mit Themen und Begriffen auseinandersetzt, die es zu jeder Zeit gegeben hat und die zu jeder Zeit unterschiedlich wichtig oder unterschiedlich unwichtig, unterschiedlich stark oder schwach diskutiert wurden. Ich glaube, dass Themen wie Heimat, Migration, das Anderssein, das Andersartige, das gab es zu jeder Zeit. Von dem Augenblick an, wo Menschen beschlossen haben, zusammenzuleben, gab es ja schon den anderen, gab es ja schon das Gegenüber. Ich glaube, es liegt immer daran, was wir gerade in der Zeit, in der wir leben, damit machen. Es ist halt jetzt im Moment so wahnsinnig tagespolitisch über Begriffe wie Heimat oder Migration zu diskutieren, wobei ich persönlich finde, dass diese Diskussionen ja gar nicht stattfinden. Es wird ja nicht wirklich über Heimat gesprochen und es wird auch nicht wirklich über Migration gesprochen, was es bedeutet und wie man sie umsetzen könnte, gelingenderweise. Sondern das ist ja Schattenkabinette, die da stattfinden. Man missbraucht eigentlich diese Begrifflichkeiten, um Ängste weiter zu schüren. Weil Heimat zum Beispiel ist ja ein sehr emotionalisierter Begriff. Heimat gibt es ja nicht. Du kannst ja nicht irgendwie zum Obi-Baumarkt gehen und sagen, ich möchte jetzt da 3 Liter Heimat kaufen oder tun Sie uns bitte hinten auf dem Anhänger. Das geht ja nicht. Heimat gibt es ja nicht. Heimat ist ja eine Fantasie. Heimat ist ein Begriff, der dient ja letztendlich nur der Identifikation uns allen. Deswegen kann ja Heimat, können ja auch Texte sein oder Fantasien oder Philosophien, dass man sagt, da fühle ich mich zu Hause in dem, was du gesagt hast. Also Heimat ist etwas, auf das ich mich beziehen muss, damit ich sagen kann, wer bin eigentlich ich? Das, was die da machen, gefällt mir, das, was die da nicht machen, gefällt mir nicht. Deswegen fühle ich mich da zu Hause, das ist meine Heimat. Und dadurch, dass es gerade so ein emotionaler Begriff ist, kann man natürlich extrem da reingreifen in die Leute. Und kann auch die klügsten Köpfe dazu gewinnen, in irgendeiner Form mit Angstschürerei einmal nicht aufzupassen und nicht mitzudenken und irgendwelchen Leuten in irgendwelche politischen Lager folgen, die sie vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht betreten hätten. Wir haben uns eigentlich sehr theatral dem genähert. Also am Theater haben wir die Probleme nicht. Du setzt dich in einen Schiller rein. Du hörst die Sprache von dem, du erkennst natürlich in der Sekunde sofort, dass das eine historische Sprache ist. Trotzdem erträgst du es und hinterfragst du es gar nicht, dass die Inszenierung natürlich auch gegenwärtig oder modern sein kann. Also ich glaube, es würde uns eher sauer aufstoßen, wenn wir heute in ein Theater gehen und dann sehen wir irgendwelche Schillerstücke so gespielt, wie er es vielleicht selbst inszeniert hätte. Das fänden wir affig oder blöd oder hätten das Gefühl, es wäre rückschrittlich. Ja? Also oder im Tanz. Wenn ich in den Tanz gehe, sehe ich jetzt auch nicht immer nur irgendwelche lokalen Volkstänze oder jetzt klassisches Ballett, sondern im Tanz ertrage ich das auch, dass die Leute da Verrenkungen machen, Bewegungen machen und habe es gar nicht so, sage ich, das ist jetzt kein Tanz. Ja? Und im Film habe ich immer so das Gefühl, dass der Film oder Film an sich in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen im vorauseilenden Gehorsam, damit man es auch schön brav ans Fernsehen verkaufen kann, so bieder geworden ist. Wenn wir uns anschauen, was Film früher, wie exzentrisch Film zu seinen Anfängen war, das finde ich, da habe ich eine große Leidenschaft dafür. Und auch dieses Filmformat, das wir gewählt haben, es ist ja letztendlich das Urformat des Kinos. Aus diesem Academy-Format hat sich ja dann eigentlich später erst das Fernsehen herausgeschält, Genau. um diese Kinofilme dann auch zeigen zu können. Aber es war mir auch einfach wichtig, ich habe das nicht genommen, weil das jetzt so modisch wieder wird, sondern für mich hat das eine Logik, dieses Format. Weil der Herr Soliman ist zwar einerseits, oder die Angelo-Figur in meinem Film, hat einerseits zwar so, man kann den Eindruck gewinnen, dass der frei ist zu gehen. Er darf da am Tisch sitzen und Karten spielen und er darf da auch mitspazieren gehen, aber letztendlich ist es natürlich eine Figur, ein Charakter, dessen persönliche Freiheiten sehr limitiert sind. Und in Zusammenarbeit mit dem Gerald Kerkletz, mit dem ich auch Michael gemacht habe, haben wir sehr schnell gesagt, gut, wenn wir den aber dann links und rechts noch sehr viel Luft lassen, hast du psychologisch irgendwie das Gefühl, es ist ja Raum hier. Auch wenn er nicht geht, er könnte ja von links nach rechts gehen. Das heißt, diese enge Form ist uns dafür den Charakter sehr entgegengekommen. Und was auch wichtig war, war, der Film war so unglaublich teuer und wir hatten so wenig Geld. Und die Sets, die wir alle gebaut haben, haben genau da aufgehört, wo das Bild zu Ende war. Und hätten wir in einem breiteren Format gedreht, hätten wir uns den Film niemals leisten können. Es gibt ja diese Szene, wo der Kaiser ihn fragt, wenn sie zurückgehen könnten nach Afrika, würden sie das tun? Und er sagt nein. Und der Kaiser fragt, warum? Und er sagt, dort bin ich ein Fremder. Also wohin soll er gehen? In Afrika wartet niemand mehr auf ihn. Er kennt auch niemand mehr. Er würde auch nicht von alleine zurückkommen können. Er würde wahrscheinlich nicht einmal mehr seine Heimat finden, weil er im Alter von 5, 6 Jahren verschleppt wurde. Er wird wahrscheinlich überhaupt gar keine Erinnerungen mehr haben.
oder kein Wissen mehr haben um diese Form, der ist ein Hybrid geworden. Deswegen kann er ja nur antworten, ja, er ist ein Sohn Afrikas, aber er ist jetzt ein Mann Europas, ob uns das gefällt oder nicht. Und das ist ja das Interessante, auch am Umgang mit den anderen. Mein Darsteller, ich habe mehrere Anjou-Darsteller und der Darsteller meines mittelalterlichen Anjous, der Makita Samba, der ist in Paris geboren. Und in Makita passiert das natürlich bis heute, dass dann Leute in Anjou sagen, wo kommst du her? Und er sagt, aus Frankreich. Also ich glaube, das lässt sich nie auflösen in uns, dass wir den Blick auf den anderen haben, dass wir den zuerst immer wieder als etwas anderes klassifizieren müssen. Das muss nicht zwingend negativ sein. Solange man irgendwie erkennt, dass das andere auch bereichernd sein kann, ist es ja auch in Ordnung. Mhm.